Fans, wie man sie kennt, aus der Sportschau, aus Schlagzeilen. Fanatisch für ihren Verein, Randale mit den Gegnern, Nazi-Gesänge und Hassparolen gegen Ausländer. Stimmt dieses Bild? Im Hamburger Volksparkstadion stehen die Fans in der Westkurve. Allein der HSV hat über 100 Fanclubs. Zwei davon haben wir 4 Wochen lang begleitet, die letzten 2 Wochen mit der Kamera. Der eine, Hamburg Nord, 24 Mitglieder, die Hälfte davon arbeitslos. Sie gelten unter Fans als einer der harten Clubs, sind also auch dabei, wenn es Zoff gibt. Andreas, Tarzan genannt, und Michael, genannt Waldei, sind die Vorsitzenden von Hamburg Nord. Und dazu ein belegtes Brot für Schinken. Schinken! Ein belegtes Brot. Der andere Fanclub, die Thunder Gods, die Donnergötter. 11 Mitglieder, 2 davon arbeitslos, 2 andere machen gerade Abitur. Bei beiden Fanclubs stießen wir zu Anfang auf Misstrauen. Sie dachten, dass auch wir nur eine knallige Story über die aus der Westkurve haben wollen. Wir kennen uns jetzt ja länger als eine Woche mindestens, sind dauernd bei euch, kommen heute zu eurer regelmäßigen Sitzung und ihr seid eigentlich ziemlich empört. So hatten wir das Gefühl über eine Ankündigung in der Programmzeitschrift, die jetzt heute rausgekommen ist, die Sendung ankündigt als Tarzan und die Donnergötter, Fans und Fußball, Bericht über Krawall und Randale in der Szene. Warum stinkt euch das, was die Zeitungen über Randale und, auch wenn wir es jetzt nicht formuliert haben, aber über Krawall und Randale in der Szene schreiben? Für die ist doch jetzt schon klar, dass es da Randale gibt in den Filmen. Die Dreharbeiten für den Film sind noch gar nicht fertig und die schreiben aber, es gibt da sozusagen Blutvergießen. Da gibt's Stink, da gibt's Stunk, da gibt's Randale, Krawall und alles. Und wenn die Leute nachher ihr Fernseher einschalten und sehen, Mann, die sind ja gar nicht mehr so verkehrt da. Das sind Fußballfans, die gehen hin, um Fußball zu gucken. Die suchen nicht Streit, die verteidigen sich nur, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn es eben hart auf hart geht, wenn was passiert. Und ja, nach dem Nein sind sowieso dann die Leute, die die Zeitung sehr geschrieben haben, selber die angelackmeierten, ne? Es lebt der Sport! Gesunde Härte nennen das die Fußballprofis. Vor 2 Tagen HSV Werder, norddeutsches Derby. Das ist auch für die Fans ein Kampf um die Macht, um die Fanmacht. Nach dem letzten Spiel der Bremer in Hamburg flogen Steine. Der 16-jährige Werder-Fan Adrian Malaika kam dabei ums Leben. Ein ganz normaler Fan, für den sein Verein alles war. Michael, der HSV ist in deiner Wohnung auch gegenwärtig. Du hast dir diese Wohnung gerade neu eingerichtet. Du hast uns auch vorher erzählt, wissen wir von dir, dass du eine Freundin hast. Wirst du vielleicht bald heiraten und dann nicht mehr Fan sein? Nö, also heiraten erstmal ganz weit weg, viel zu jung noch, also da machen wir gar keine Gedanken drüber. Und der HSV ist bis auf langfristige Zeit bei mir die Nummer 1, also da gibt das nichts. Ihr habt ja eigentlich eine sehr strenge Satzung, ne? Ja. Punkto Alkohol, das ist gut. Warum schränkt ihr euch denn eigentlich das bisschen Freiheit und Freizeit so stark ein, selbst auferlegt? Ja, warum schränken wir uns das so ein? Ich meine, wir sind im ersten Grunde HSV-Fans, um den HSV zu unterstützen. Und der Alkohol spielt da zwar auch eine Rolle mit, aber ist nämlich nicht die Nummer 1. Also wir gehen nicht nur zum Fußball, um uns den Schädel voll zu hauen, sondern um das Spiel zu sehen und den HSV zu unterstützen. Und da spielt Bier oder Alkohol auch eine Rolle.
Ja, aber nehmen wir das Lied mal, diese 10 kleinen Bremerlein und da flogen Stein, da waren es nur noch 9. Da habt ihr heftig diskutiert. Ja. Und es gibt Leute bei euch, wenige wie gesagt, die sagen, nee, singe ich nicht mit. Da ist ein Bruch richtig bei euch, auch bei ausländerfeindlichen Parolen, auch bei was wie Deutsche Front und. Mhm. Na klar, man kann das eben so, es gibt solche und solche, man kann nicht einen Fanclub machen, wo alle jetzt sagen, alle Bremer sind Arschlöcher, man kann nicht sagen, alle Bremer, die sind in Ordnung. Die Leute, die nichts gegen die Bremer haben, die haben eben die schlechten Erfahrungen noch nicht gehabt mit den Leuten. Und so die Leute, so wo ich mich auch zuzählen kann, die haben eben schlechte Erfahrungen mit den Bremern gehabt. Und die wissen auch, was los ist zwischen denen und uns. Ne? Wie sahen denn deine Erfahrungen, schlechten Erfahrungen mit den Bremern aus? Ja, die sahen so aus, dass ich mitten in einem Gemenge von HSV-Fans war, wo Werder-Fans auf uns losgestürmt sind, mit Steine geschmissen haben, mit abgebrochenen Flaschenhälsen, mit Knüppeln auf uns losgegangen sind. Obwohl sie den Kürzeren gezogen haben, haben sie versucht, sich versucht durchzusetzen in Hamburg, um sozusagen eine Fanmacht oder eine Mannschaftsmacht zu werden hier in Hamburg. Und das versuchen ja nicht nur Bremer, das versuchen auch andere. Aber wenn du jetzt zum Fußball gehst und da steigen auf einmal so und so viele Bremer aus und du stehst unten mit 10 Mann und trinkst in Ruhe dein Bier und die kommen auf dich zugestürmt und schlagen dich tot dabei. Oder hauen dir dann Knüppel vom Kopf und du kommst ins Krankenhaus oder schießen dir mit Gas in die Augen. Ich meine, da sagst du, nee, komm, du bist ja in Ordnung, schieß mal mit Gas ins Auge oder was, da haust du drauf. So. Entweder du oder er, also. Ist das eine Schmach für euch, wegzulaufen? Ich würde sagen, das ist für jeden eine Schmach, wegzulaufen. Das ist immer so, die Mehrheit, wenn welche weglaufen, ob es ein oder zwei sind, dann laufen die meisten, die sogenannten Mitläufer, mit weg. Der Fanalltag sieht anders aus. Freitag, der 9. März, 10 Uhr, Autobahn Hamburg-Hannover. Die Thunder Gods auf dem Weg nach Offenbach. Der HSV spielt auswärts. Die Donnergötter fahren meist mit dem Wagen, weil es so am billigsten ist. Wenn alles glatt geht. Regeln für die Fahrt, Rauchverbot für alle, kein Alkohol für Fahrer und Beifahrer. Es geht nicht alles glatt. Kurz hinter Hamburg ein plötzlicher Stau, der hintere bremst zu spät. Die beiden Wagen der Donnergötter sind stark demoliert. Ende der Offenbachfahrt. Scheiße, es geht nicht mal mit die Klappe zu. Du musst sehen, dass die irgendwie weg sind, da in die Werkstatt oder was, der Teufel war. Thomas, wie kam das denn aus deiner Sicht, der Auffahrunfall? Ich war es nicht und geschlafen. Ja, du merkst ja wohl nichts. Und dann kam die Bremsen haben nicht so stark gefasst, dass ich auf der Stelle stehen bleiben konnte. Hast du mitgekriegt, wie das ausgelöst wurde? Durch die von der Bundeswehr da. Hamburg Hauptbahnhof am selben Tag um 13.30 Uhr. Die Fans von Hamburg Nord warten auf ihren Zug nach Offenbach. Für einige aus der Westkurve ist der Hauptbahnhof ein Ort, wo man sich auch sonst trifft. Besonders, wenn man keine Arbeit und viel Zeit hat. Wenig Geld haben sie alle, nicht nur die von Hamburg-Nord. Die Nordleute schwören auf die Bundesbahn, weil es am billigsten ist, wenn es glatt geht. Aber auch hier geht nicht alles glatt. Sie hatten sich eingeschlossen auf der Toilette, je 4 Mann, und haben keine Fahrkarte. Und haben auch keinen Ausweis dabei, also können wir keine Nachlösung schreiben. Wir haben die Bahnpolizei angefordert und die wird dann nur von dann kommen. Dann müssen wir weitersehen. War sie öfter schwarz? Immer! Das kann ich leider nicht sagen. Immer! Na, was ist jetzt, wenn ihr raus müsst? Wie gehen wir raus? Ja, gehen wir raus. Nächsten Zug wieder rein. Wie jeder Fanclub hat Nord eine Kasse. Warum nicht daraus die Fahrkarten bezahlen? Wir kommen ja keine Bullen auf den Ballon, die müssen wir wegknallen. Weißt du Bescheid? Das meinst du doch nicht ernst, Mann. Nee. Aber was soll der Scheiß, Alter? Auswärts für die bezahlen. Hau ab. Seid ihr denn schon mal ein Mischbrot? Geile Frage. Nach langem Hin und Her kann es doch weitergehen nach Offenbach. Die Clubkasse wird geplündert, die wenigen, die eine Fahrkarte hatten, sind einverstanden. Abenteuer-Auswärtsspiel, ein Fan muss Opfer bringen. Warum ich zum Fußball gehe? Ganz einfach, weil ich kann da meine Aggression loslassen. Ich kann das, was ich auf Arbeit
Beruf, also so Beruf selber, zu Hause, Schule, das kann ich alles loslassen da. Ne? Meistens treffe ich da Leute, die dann, also die genauso denken. Da geht's halt dran, los. Ja, da geht's rund, da geht's halt dran, da liegt ein paar Figuren, fertig ist die Sache, ja. Aber du gehst doch wegen Fußball hin. Ich gehe in erster Linie wegen Fußball hin, in erster Linie, ja. Und danach erst in andere. Ich kann auch meine Aggression nur durch Schreien weglassen, ja. Also nur, dass sie dadurch abbauen, kann ich auch. Aber hauptsächlich ist das halt Fußball und dann will ich möchte mal den ganzen Stunk, den ich mittlerweile in der Woche gekriegt habe, ja, den will ich loswerden. Darum fahre ich da hin. Klaus, ihr fahrt regelmäßig bei den Auswärtsspielen mit. Ihr gehört zu einem Fanprojekt, was hier in Hamburg eigentlich ziemlich einmalig ist, was ein Projekt ist, wo man nach Ausschreitungen und so gesagt hat, jetzt müssen wir uns mal mehr um die Jugendlichen kümmern. Werdet ihr denn von Fans akzeptiert? Oder werdet ihr so als Schlichter und Gängeler staatlich bezahlt aufgefasst? Ja, das war am Anfang der Verdacht der Fans und wir wurden auch ziemlich skeptisch aufgenommen, aber das hat sich nach relativ kurzer Zeit gegeben. Sie haben gecheckt, dass wir für ihre Interessen da sind, uns dafür einsetzen. Und wir sind eigentlich gut akzeptiert. Auseinandersetzungen beim Fußball gab es immer. Das ist schon lange zurückzuführen, zu verfolgen. Es kann durchaus sein, dass in den letzten Jahren durch die verschlechterte gesellschaftliche Situation, Ausbildung, kein Arbeitsplatz, dass Fußball insofern eine Funktion gewonnen hat, wo man Sachen ablassen kann, die man auf anderer Ebene halt nicht so los wird. Das glaube ich schon, dass das ein Faktor, aber nur ein Faktor. Es spielen viele Faktoren mit rein und wir versuchen gerade das aufzuzeigen und das auch zum Beispiel den Medien und der Presse gerade zu vermitteln, die zum Beispiel mit ihren Schlagzeilen zu einer Erhöhung der Aggressivität führen, die durchaus durch ihre Schlagzeilen die Aggressivität steigern können, denn die Fans müssen ihrem Image gerecht werden. Also, wenn die Zeitung ankündigt, die Schlacht in Bremen oder so weiter wird geschlagen, dann fühlen die Fans sich verpflichtet, das auch zu tun und durchzuführen. Also das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung sozusagen. Der Unfall ist jetzt 3 Stunden her. 2 Autos haben schwere Schäden. Einer ist inzwischen schon in der Werkstatt. Ihr fahrt trotzdem nach Offenbach. Thomas, du bist der Hauptleidtragende, was den Autoschaden angeht. Warum fährst du trotzdem? Erstmal haben wir das organisiert, dass wir da hinfahren. Außerdem, ich lasse mich durch sowas nicht irgendwo unterkriegen. Machen wir noch ein Auto. Ich meine, das sind vielleicht 1500 Mark, die ich jetzt wieder zahlen muss. Aber die muss ich auch bezahlen, weil ich nicht hinfahre. Und jetzt nach Hause fahren und dumm rumhängen, ist ja egal. Dann kann ich auch nach Offenbach fahren. Eintracht und der HSV, das gibt es auch. Fanclub Freundschaften zwischen Eintracht Frankfurt und dem HSV. Auf dem Biberer Berg in Offenbach stehen sie zusammen. Die Freundschaft hat Tradition, die Feindschaft mit den Offenbachern auch. Warum weiß keiner, das ist halt so. Auf dem Spielfeld gibt es heute Abend keine Unklarheiten. Der HSV ist eindeutig überlegen. Hier das 3:0 in der 57. Minute, Torschütze Wolfgang Rolf. Die Flagge der Thunder Gods, Machtdemonstration auf feindlichem Gebiet. Kickers Offenbach bleibt Abstiegskandidat. 86. Minute, Steilpass auf Vorstopper Dietmar Jacobs. Das 4:0 für den HSV und der Endstand. Auswärtssieg. Die Reise hat sich gelohnt. Sieg über Kickers Offenbach und Sieg über die Offenbacher Fans. Die Vereinsehre ist gerettet, der Gegner am Boden, die Schlacht gewonnen. Zu den Ritualen gehört es, den Gegner zu demütigen, auch hinter den Rängen. Erste Festnahmen. Die Polizei spricht von Redelsführern. Einer vom Fanclub Nord ist dabei. Überreaktionen. Polizisten, die Spielregeln und provokante Rituale der Fans nicht verstehen.
Jude als Schimpf.